Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Go Pikachu. Ich muss mal ganz brav gucken, ob ich meine Handgelenksschlaufe auch angelegt habe, damit ich nicht den Ball in den Fernseher donnere. Hi! Je mehr Pokémon man fängt, desto schwieriger wird es, originelle Spitznamen für sie zu finden. Meine Pokémon kriegen fast täglich neue Namen von mir, weil mir die alten nicht mehr gefallen. Mach ich nicht. Ich nenne die nicht irgendwie. Wenn du nach Lavandia willst, oder nach Lavandia, wie auch immer, ich glaube Lavandia ist es, durchquerst du am besten den Felstunnel. Du kannst ihn von Azuria City aus erreichen. Ja, aber wir gucken trotzdem mal, was hier so abgeht. Ich glaube, wir kommen hier rechts nämlich nicht weiter, soweit ich mich erinnere. So ein Ärger, ich muss nach Lavandia. Aber dieses riesige Pokémon hat sich einfach mitten auf die Straße gelegt und schläft jetzt. Tief und fest. Wie soll ich da vorbeikommen? So, und du? Hallo? Huhu, Gilwin! Erinnerst du dich noch an mich? Ich bin's, Professor Eichs Assistent. Nein? Naja, jedenfalls hat mir der Professor aufgetragen, zu überprüfen, ob du bereits 30 verschiedene Pokémon in deinem Pokédex registriert hast. Hab ich! Wenn ja, dann soll ich dir die Richterfunktion zugänglich machen. Also, wie sieht's aus? Hast du mindestens 30 verschiedene Pokémon-Arten gefangen? Ja! 32 habe ich, glaube ich. Wie ich sehe, hast du 32 verschiedene Arten registriert. Super, gute Arbeit! Damit hast du dir diese neue Funktion für deinen Beutel redlich verdient. Lass mich mal sehen. Deinem Beutel wurde die Richterfunktion hinzugefügt. Wenn du dir jetzt den Bericht eines Pokémon anschaust, kannst du auf den ersten Blick erkennen, über welches angeborene Potenzial es verfügt. Das ist was, worüber man sich bei Pokémon Go unglaublich freuen würde. Du wirfst einen Blick durch das Fernglas. Um von Azuria City nach Lavandia zu gelangen, solltest du offenbar den Felstunnel durchqueren. Haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Ein großes Pokémon macht mitten auf dem Weg ein Nickerchen. Das ist das liebe Relaxo, was wir nur mit Hilfe von einer Pokéflöte aufwecken können, welche wir uns auf hartem Wege verdienen müssen. Wir gehen aber trotzdem mal gucken. Einfach um zu sehen, wie es aussieht. So. Da liegt's rum. Sehr süß. Haben sie schön gemacht. Das Pokémon schläft tief und fest. Echt goldig. Und es atmet sogar ganz tief. Ist sehr süß geworden. Hier hängt eine Mitteilung. Manchmal hält in dieser Gegend ein Pokémon Mittagsschlaf und blockiert dadurch den Weg. Wenn sie es nicht aufwecken können, empfehlen wir ihnen, einen Umweg zu machen. Dann können sie auch einfach ins Wasser rollen. Ja gut. Das heißt, hier kommen wir nicht weiter. Das hatte ich auch so in Erinnerung. Sehr schön. Ich bin ganz stolz auf mich. Das heißt, wir gehen jetzt zurück nach Azuria City, gehen dann dort nach Osten. Wir haben ja jetzt den Zerschneider, bzw. Spaltschnitt. Ich hab das nicht in den Kopf rein. Das werde ich auch nicht mehr lernen. Und werden dann damit uns in den Felstunnel durchdingsen. Und ich hoffe, dass ich da Das ist das Tauboga. Tauboga? Es ist ein Tauboga. Das ist das Tauboga, was dieses Geräusch macht. Das ist eigentlich das Geräusch von einem Bisasam oder so. Deswegen wundert mich das. So, Ratfratz. Wir nehmen halt einfach alles mit, was wir kriegen können. Einfach, weil ich so ein bisschen punktegeil bin und da jetzt ein wenig leveln möchte. Ha! Direkt drin. So. Okay, kriegt irgendwer irgendwas? Nein, da passiert so gerade mal gar nichts. Glutexo ist kurz vorm Level Up. So. Ratfratz ist in der Box. So. Dann latschen wir mal den ganzen Weg zurück. Ist total aufregend, ich weiß. Aber im Prinzip ist das eigentlich... Es ist eigentlich das ganze Spiel, ne? Also man läuft hin und her und man sammelt halt Pokémon. Ich meine, das ist... Man fragt sich ja noch immer, warum ist das Ganze so erfolgreich eigentlich, ne? Weil es ist ein wirklich super simples Prinzip. Aber ja, es macht halt einfach Spaß. So. Gucken wir mal, wir können ja wieder hier lang gehen, ob wir wieder per Schwanzdetektor... Genau, hier ist wieder irgendwas. Nee, mit dir wollte ich nicht reden. Dieser Knosp schnüffelt am Boden. Oh Gott, das ist so süß gemacht. Ich glaube, dieser Knosp steht genau da, wo wir hinwollen. Dieser Knosp, geh mal weg. Bisa! Bisa, wo ist es denn? Wo ist denn das Item, Mann? Item! Hallo? Pikachu wackelt. Also ist hier was. Ich flippe gleich aus. Oh ja, das freut sich zumindest, dass wir mit ihm reden. Das ist schön. Dieser Knosp ist voller Energie. Ich hatte das übrigens mal. Ich war früher immer
sehr häufig und sehr intensiv reiten gewesen und war dann mal bei so einem Reitkurs gewesen und da hatte man uns dann tatsächlich gesagt, dass wir Menschen ja unglaublich viel mit Tieren reden, was ja eigentlich totaler Schwachsinn ist, weil Tiere sich ja auch nicht über verbale Kommunikation miteinander verständigen, sondern halt über Körpersprache, ne? Oder halt über Duft oder über Tastsinn oder sonst was. Und wir Menschen halt dazu tendieren, mit den Tieren zu reden und dass das eigentlich Schwachsinn ist, dass wir halt mit Körpersprache wesentlich besser mit den Tieren kommunizieren könnten. Und ich finde es halt einfach so süß, wie dann damals jemand sagte, aber die freuen sich doch immer so, wenn man mit denen spricht. Und genauso sehe ich das eigentlich auch. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich mit meinen Tieren spreche, wenn ich denen irgendwas erzähle, dass sie sich dann total freuen und dass sie dann auf mich zugelaufen kommen. Oder die denken, Alter, halt die Klappe, ich weiß es nicht, also irgendwas wird es sein. Aber ich weiß nicht, ich rede halt auch, ich könnte mir gar nicht vorstellen, nicht mit meinen Tieren zu reden. Weiß es nicht. So, hier hätten wir ja übrigens ein Pokémon abgeben können zum Trainieren, wenn wir das gewollt hätten. Wenn wir jetzt zurückgekommen wären, wäre das bestimmt auch ganz spannend gewesen, dass, wie hoch das mittlerweile wäre. So. Okay. Dann schneiden wir mal den Strauch aus dem Weg. Ich muss mal gerade was drehen. Sorry. Musste sein. So. Ah, nee. So, und dann... Wir sind ja schon wieder in Azuria. Im Übrigen, die Städte sind ja so nach Farben benannt. So Orania City nach Orange, Azuria halt wegen Blau, also Azur. Und deswegen sind ja auch die Häuser dann entsprechend blau. Auf dem Gameboy war das damals halt ganz intensiv gewesen von den Farben her. Wenn man dann den Gameboy Color hatte, ne? Den brauchte man ja dann auch später. Das ging dann ja nicht mehr sonst anders. So, okay. Dann laufen wir... Moment, nach Osten, ne? Wo geht's denn hier hin? Ich bin Rollenspieler, ich muss immer... Ach nee, hier geht's weg. Ich bin Rollenspieler, ich muss immer dahin gehen, wo ich nicht hin soll. Ist ja bei Rollenspielen immer so ganz intensiv, dass du niemals dahin zuerst gehst, wo du hin sollst. Weil sonst verpasst du die besten Items. So. Okay, was läuft denn da oben rum? Ach, Nidoran, sehr cool. Das krallen wir uns gleich. Oh, du hast Pokémon dabei. Jemand wie du ist leichte Beute für mich. Na, schauen wir mal, wer hier wessen Beute ist. Kann's mir eigentlich nicht vorstellen. Picknickerin Amelie. Amelie ist auch ein schöner. Oder Amelia, finde ich auch schön. Ein Avery. Los, Anton! Ist ja ein Normal-Pokémon, das Evoli, vor seiner Entwicklung. Das heißt, wir hauen dem nochmal ein Siedewasser rein. Rutenschlag senkt unsere Verteidigung. Ja. Aber wir verbrühen das arme Vieh. Machen wir nochmal Kratzfurie. Und dann hat Anton eigentlich genug getan. Und dann können wir es auswechseln. Dann würde ich nämlich auf Glutexo umschwenken. Damit der auch mal ein paar Punkte kriegt. Der steht nämlich kurz vom Level ab. Okay, Pokémon. So, Glutexo bitte. Na gut, Level 21 ist da eigentlich auch relativ gut. Also die meisten Punkte braucht wirklich Anton und Dick da. So. Heuler senkt die Angriffskraft. Aber die normale Angriffskraft und nicht den Spezangriff. Das heißt, mit einer Feuerattacke, wie zum Beispiel Glut, sollten wir keine Einbußen auf... So. Sollten wir keine Einbußen auf unsere Angriffskraft haben. So, aber für die letzte reicht eigentlich ein Kratzer. So. Oh Gott, das Geräusch. So, sehr schön. Dann haben wir da den Level Up. 22. Verteidigung kriegt einen extra Punkt. Sehr schön. Duflor. Nein, wir bleiben. Wir bleiben dabei. Entschuldigung. Und hauen dem dann auch nochmal eine gute Glut rein.
Aber er ist nicht in Brand geraten. Ich glaube, bei Glut kann er auch in Brand geraten. Jetzt hat er uns natürlich HP geklaut. Ich würde das gerne nochmal probieren und würde das mal den zumindest... Ja, schade. Wäre schön, wenn er brennen würde. Aber gut, ich glaube, jetzt mit dem nächsten Angriff kriegen wir ihn. Klaut sich zwar wieder ein bisschen was von unserer Energie, aber das ist nicht genug. So. Sehr schön. War damals auf dem Gameboy auch immer so geil, weil man für die Stati nur 3 oder 4 Buchstaben hatte, glaube ich. Und wenn dann daneben stand so brrnt, es war schon witzig. Musste man dann raten, was das ist. Dann habe ich einmal gedacht, mein Gameboy wäre kaputt, weil wenn man vergiftet ist, dann flackert der Bildschirm. Oh, ich habe geschüttelt. Was ist? Was ist los? Pikachu blickt hektisch umher. Der will spielen. Also ich habe... Hä? Ah, jetzt. Juhu, da ist er glücklich. Okay, eine Beere kriegt er natürlich auch. Der kriegt auch was zu essen, der kleine Kerl. Hier, komm, nimm das. Kriegst die Banane. Da. Achso, ich muss sie ihm hinhalten. Der ist so doof zum selber essen. Ja, fein! Da freut er sich. Sollen wir nochmal streicheln? Juhu! Oh Gott, ist das süß. Okay. Ist das niedlich? Okay. Nein, da wollte ich nicht runter. Egal. Ein Supertrank. Ich wollte eigentlich auf der Ebene bleiben und erstmal gucken, was da ist. Jetzt haben wir bestimmt irgendwas cool. Ah, nee, da geht's direkt runter. Okay. Mohahaha, du kommst gerade recht. Mir war nämlich ziemlich langweilig. Ja. Sich mit sich selbst beschäftigen ist eine hohe Kunst. Dimitri. Okay, Dimitri. Ein Onyx, ich will auch einen. So. Enttönchen. Wollen wir mal mit Siedewasser. Oh. So. Was hast du davon? Wenn du mir einen Stein überwirfst. Armes Anton hat so schon genug Kopfschmerzen. Juhu, level up. Level 20. Wowza. So, Spezangriff hoch. Ah, schön. So, Visa Knosp 27. Sehr schön. Und Dimitri wurde besiegt. Noch bin ich nicht geschlagen. Von mir schon. Oh, ich habe keine Pokémon mehr. Dann wohl doch. 880 Pokebolle, Bolle, Pokebolle. Egal. Ihr wisst, was ich sagen will. So, dann gucken wir mal. Warum ist hier unten noch so eine Ecke? Oh, Supertrank. Der Entfund hat das Interesse von Visa Knosp geweckt. Nein, das kriegst du nicht. Das kriegst du erst, wenn es dir schlecht geht. So, was ist das hier? Route 9 verbindet Azuria City mit dem Felstunnel. Okidoki. So, hier oben war definitiv Nidorans. Und die hätte ich gerne. Die fehlen nämlich noch in unserer Sammlung. So, ein männliches Nidoran. Wir probieren es erstmal mit einem normalen Ball. Einfach fabelhaft. Oh, komm. Das hättest du doch, da hättest du doch drin bleiben können gerade. Komm, bei mir hast du es gut. Bei mir gibt es täglich Futter und Kuscheln. Ha! Funktioniert. Leere Versprechungen. So, klasse. Nidoran wurde gefangen. Sehr schön. Oh, Pikachu auf 27. Sehr schön. Wieso ist Blizzard Knosp höher als Pikachu momentan? Egal. Pikachu versucht Agilität zu erlernen. Das brauchen wir nicht. Agilität brauchen wir nicht. So. Und wir haben Nidoran, ein neuer Eintrag im Pokédex. Es stellt seine großen Ohren auf, um so seine Umgebung zu überwachen. Droht Gefahr, so greift es mit seinen Giftstacheln an. So, Pokémon wurde gelagert. Und uns fehlt aber noch diese Form des Nidoran. Nämlich das Mädchen. So, ein weibliches Nidoran, was übrigens dann auch männlich sein kann. Also ein Nidoran weiblich-weiblich und es gibt Nidoran weiblich-männlich. Und es gibt Nidoran männlich-männlich und es gibt Nidoran männlich-weiblich. Na. Okay.
Also wenn du zu mir kommst, gibt's jeden Tag Futterchen und Schmusen. Und du kriegst ein weiches Bettchen. Okay, er lässt sich nicht verarschen. Oder sie. Oder es. Huch, das war scheiße. So. Sind wir doch mal gespannt. Also bitte. Wir probieren es noch einmal mit einem normalen und dann geben wir mal eine Beere, wenn es immer noch nicht klappt. Schauen wir mal. Ach, bitte! So, Beutelchen, da nehmen wir eine Himbeere. So, hier, friss! Viel geändert hat sich dadurch aber nicht. Naja, wer weiß. Ach, ist das frustrierend. Bleib jetzt drin. Versuchen wir es nochmal ohne. Also die Beere wirkt im Übrigen nur dann einmal, wie es im Bällchen drin ist. Und sobald es dann wieder raus ist, bringt das nichts mehr. So, also wir haben jetzt nur noch eine Möglichkeit. Beziehungsweise im Grunde haben wir noch zwei Möglichkeiten. Wir versuchen es mal mit einem stärkeren Ball und mit einer zusätzlichen Himbeere, dass wir den Kreis wieder grün... Du Arschvieh! Ich wollte ihm gerade was zu essen geben und es läuft weg. Was ist denn das für ein scheiß Pokémon? Das will ich gar nicht haben. Ein Ibitak. Haben wir ein Ibitak schon? Ich glaube, wir haben noch keinen Ibitak. Okay, wir machen das aber mal genauso mit Himbeere. Sobald das nicht ja wieder wegläuft. So, weil das ist so schon ziemlich stark. Also ein Habitak haben wir auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ein Ibitak haben wir noch nicht. Du blödes Vieh. Probieren wir es mal ohne Beere. Wird wahrscheinlich nicht klappen. Es ist halt immer, wie gesagt, es ist ein Faktor, mit dem halt gerechnet wird. Und man erhöht halt diesen Faktor, indem man halt Beeren gibt oder indem man bessere Bälle nimmt. So, aber schön viele Punkte haben wir bekommen. So, ja, Ibitak ist dran. Okay. So, dieses Pokémon gehört einer sehr alten Spezies an. Wittert es Gefahr, so fliegt es sofort in große Höhen davon. So, Ibitak in der Pokémon-Box gelagert. Jetzt fehlt uns aber noch das Nidoran. Das Mädchen. Und was ist mit dir? Mein süßes Käfer-Pokémon, los zum Angriff! Ach, scheiße. Naja, gut. Punkte sind Punkte, wir brauchen sie, egal auf welche Art und Weise. Und ich will das Nidoran noch haben. Lauritz. Okay. Ich finde die Namen eigentlich ganz cool, die sie sich hier haben einfallen lassen. So, ein Paras. Käfer-Pokémon. Und wir bleiben... Ach, wir machen mal Aquaknarre. Ich weiß, das weiß ich, aber ich möchte halt, wie gesagt, die Punkte für Enton haben. Obwohl wir eigentlich, es wäre vielleicht sogar... Weil hier können wir auch Glutexo ganz gut einsetzen. Dass wir für den auch nochmal ein bisschen Punkte kriegen. Ist zwar auch schon Level 22. Aber wir müssen halt gucken, dass wir, wo wir bleiben, ne? Und die Kämpfe, die werden ja auch schwerer. Also auch gerade die Arena-Kämpfe. Und da muss man sich dann doch ein bisschen warm anziehen nach einer Zeit. Glut bitte. So. Damit ist das Thema nicht. Es steckt im Übrigen auch zwischen den ganzen Elementen und mit den wer empfindlich ist gegen was und so weiter, da steckt auch eine Logik drin. Also, dass zum Beispiel hier mit Eis, mit Wasser und Elektro oder mit Käfer und Feuer und da steckt schon was dahinter, also da steckt schon ein Gedanke dahinter. So, wir warten jetzt hier mal, dass es, also ich laufe jetzt, ah, da ist es. Dich hätte ich gerne. Ich hoffe, du lässt dich leichter fangen als dein Vorgänger. Ich dachte gerade, jetzt haut es schon wieder ab. Okay. So, ja, wir probieren es direkt mit dem Superball, auch wenn wir nur 15 haben. Du blödes Vieh. Okay. So, einfach fabelhaft. Das muss jetzt sitzen. Weil das fehlt uns noch im Dex. Ja! Sehr schön. Nidoran wurde gefangen. Sehr, sehr fein. 139 Punkte. Reicht nicht für ein Level. Aber ich habe bei Dick da was erwartet. Müssten wir so langsam Dick da nach vorne setzen, glaube ich.
So, wir haben einen Nidoran männlich und es ist ein... Ach, haben die das geändert? Tatsächlich, dass es jetzt nur noch Nidoran männlich und Nidoran weiblich gibt. Früher gab es das mal Nidoran männlich, 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 weiblich. Es hat ein sanftes Gemüt und meidet den Kampf. Doch da aus seinem kleinen Horn Gift austritt, ist trotzdem Vorsicht geboten. Oh Gott. Sehr, sehr süß. So, okay, dann hauen wir hier ab. Und wir sind auch schon wieder bei 20 Minuten. Das heißt, wir bleiben genau hier stehen. Denn da geht's in der nächsten Folge weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit mehr Let's Go Pikachu. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao.